Hallöchen! Herzlich willkommen zu diesem dreiteiligen Videoprojekt zum Thema Selbstliebe. Ich habe 10 Personen 3 Fragen gestellt und du wirst jetzt in jedem Teil eine Frage, die Antworten auf eine Frage von diesen 10 Personen hören. Und ich fand es einfach spannend, immer dieselben Fragen den Menschen zu stellen und einfach zu lauschen, welche unterschiedlichen Antworten jeder so gibt. Die erste Frage, die im ersten Teil jetzt, wo du jetzt die Antworten hörst, lautet: Was ist Selbstliebe für dich? Selbstliebe bedeutet für mich, lieb zu mir selbst zu sein. Also, wenn ich was mache, über das ich mich ärgere, es mir zu verzeihen und mich nicht klein zu machen, sondern zu sagen, es ist okay, mich selbst an die Hand zu nehmen. Ja. Ja, Selbstliebe würde ich so verstehen, dass ich mich selber annehme, so wie ich bin, dass ich zufrieden bin mit mir selbst, mit meinem Körper, mit meinem Leben auch. Also Selbstliebe ist für mich verantwortlich für sich selbst zu sein, seinen Bedürfnissen nachzugehen, Dinge zu machen, die einen Freude bereiten. Ja, dass man sich selbst so mit seinen Charakterzügen und Eigenschaften, egal ob die jetzt lichtvoll oder schattig sind, wirklich einfach so in den Arm zu nehmen und zu sagen, ja, das bin ich und es ist voll in Ordnung, so zu sein halt. Wenn man sich selbst und seinem Körper so liebt, dass man einfach auf ihn aufpassen möchte. Selbstliebe für mich bedeutet, dass ich mich so akzeptiere, wie ich bin. Nicht nur äußerlich, auch innerlich. Ja, dass ich einfach mich nicht von der Gesellschaft beeinflussen lasse, was ist jetzt der perfekte Körper oder wie habe ich zu sein, wie muss ich mich in der Gesellschaft als Frau verhalten, sondern einfach wirklich bei mir bin und ja, tiefe Liebe zu mir selbst. Eine sehr herausfordernde Frage für mich, vor allem weil der Begriff ist jetzt relativ neu für mich. Ich habe noch nicht so viel Zeit gehabt, mich damit auseinanderzusetzen, was es wirklich für mich bedeutet. Das heißt, die Antwort ist jetzt vollkommen spontan, was es für mich bedeuten könnte. Aber erstmal danke für die Frage, für die Anregung, da nochmal in diese Richtung zu schauen. Selbstliebe für mich. Ich würde sagen, spontan ist Selbstliebe für mich, dass ich mich so akzeptiere, wie ich bin, dass ich dankbar bin für das, was ich habe, für meinen Körper, für meinen Geist, für das Leben, für alles. Und natürlich, das bedeutet nicht, dass ich damit aber zufrieden bin, sondern mich verbessern kann, perfektionieren möchte. Aber mich nicht kritisieren zu wollen im Sinne von Unzufriedenheit und im Sinne von, warum habe ich das bekommen, warum habe ich nicht das bekommen, was die anderen haben. Und damit selber in diese in die Negativität, in diese Unzufriedenheit zu kommen, in diese unglücklich zu sein damit, einfach das zu akzeptieren, was da ist und glücklich damit zu sein. Selbstliebe ist für mich da zu sein, mein Herz für mich zu öffnen, besonders auch in schwierigen Zeiten, wenn es mir nicht gut geht, dann irgendwie gut für mich zu sorgen und Mitgefühl mit mir selber zu haben, wohlwollend auf mich zu schauen und alles, was ich bin, zu lieben. Oder zu versuchen zu lieben. Ja, manchmal fällt es mir ja auch schwer. Aber ja, ich möchte in jedem Moment, egal wie grausam, grässlich oder sonst wie ich gerade bin oder auch wie happy ich gerade bin, da mich anzunehmen und zu lieben oder es zu üben und zu probieren.
da tue ich mich schwer mit Selbstliebe, weil Liebe hat für mich was zu tun mit eigentlich, dass man was tut. Und mich selbst lieben, das kommt mir irgendwie ein bisschen komisch vor. Ich weiß, da wird viel drüber geredet, aber irgendwie, ich habe keine, eigentlich nicht wirklich eine konkrete Vorstellung dazu. Ist das schlimm? Das ist wunderbar. Selbstliebe ist für mich, dass ich im Herzen auch angekommen bin, dass mein Herz auch so gefüllt ist mit Liebe und Freude und auch mit einer Dankbarkeit und dass ich halt auch so ein richtig tiefes Vertrauen in das Leben habe und auch für mich selber weiß, dass ich als Wesen liebenswert bin und dass ich so, wie ich bin, auch gut genug bin, dass ich gut genug für die Welt bin. Und das ist für mich Selbstliebe. In diesem zweiten Teil kannst du die Antworten auf die Frage, woran merkst du deine Selbstliebe im Alltag? Wie nimmst du die wahr? Woran erkennst du die? Also meine Selbstliebe, die zeige ich mir selber, indem ich einfach Sachen konsumiere oder nicht konsumiere. Wenn ich weiß, dass gewisse Sachen, Stoffe nicht gut für meinen Körper sind, dann konsumiere ich sie halt nicht oder ich versuche zumindest sie so weitgehend fernzulassen, weil ich mich ja selber liebe, weil ich ja meinen Körper das nicht zumuten möchte. Tatsächlich hatte ich jetzt eine Situation, ich habe einen neuen Partner und den finde ich total wunderschön. Und dann lag ich so neben dem und habe gedacht, ich sehe irgendwie ganz anders aus, ich rasiere mich nicht, ich habe irgendwo Haare an allen möglichen Körperstellen und wie kann der mich jetzt irgendwie so gut finden, so wie ich bin? Und den Gedanken, der war kurz da einfach und dann habe ich gedacht, nee, es ist alles gut, so wie ich bin. Ich war so lange auf diesem Weg, mich irgendwo in Anführungsstrichen selber zu finden und selber zu lieben und habe gemerkt, das ist so ein Zweifel aus der Vergangenheit, weil ich nicht diesen perfekten Körper habe, wie er so suggeriert wird in der Gesellschaft und auf Fotos und Zeitschriften, dass er da war. Aber ich dachte, hey, Hannah, hör auf, du bist schön, so wie du bist. Und ich habe da wirklich gemerkt, dass ich mich, so wie ich bin, selber liebe. Was ich mir darunter vorstellen könnte, ist, wenn ich mich selbst nicht kritisiere. Also wenn ich mich nicht selbst runtermache, weil man ja dazu neigt, an sich zu zweifeln und sich für unfähig zu handeln, zu halten oder irgendwie glaubt, dass man dies oder das oder jenes nicht so richtig kann, wie auch immer. Und ja, wenn ich dann erkennen würde, dass ich mich selbst liebe, das wäre dann für mich, dass ich einfach bei mir bin, dass was funktioniert, dass ich das Gefühl habe, ich funktioniere optimal, dass ich Selbstvertrauen habe, genau, in meiner Mitte bin, im Gleichgewicht bin, das Gefühl habe, ich bin leistungsfähig, in der Lage, die Probleme, die ich gerade habe, lösen zu können, dass ich da Ideen habe und so weiter. Also, dass ich einfach guter Dinge bin, sozusagen. Guter Laune, im Gleichgewicht, genau. Das wäre so meine Antwort. Wenn ich in den Spiegel schaue zum Beispiel, dann freue ich mich meistens tatsächlich, mich zu sehen und grinse mich selber an. So. Und ich lerne gerade immer sehr liebevoll und respektvoll mit den anderen und auch mit mir selbst umzugehen. Oder ich bedanke mich bei mir selbst, wenn irgendwas Schönes war oder auch bei den anderen. Also diese Dankbarkeit halt universell gesehen. Ich habe neulich mal einen Vortrag geguckt, wo es auch ein bisschen um die Selbstliebe ging. Und da ging es darum, um die Dämonen, die jeder in sich selbst hat, die mal zu akzeptieren, dann aufzulösen und anfangen, sich selber zu lieben. Das ist eine Sache, die ich sehr schön finde. Sachen, die einem passiert sind oder Sachen, die man, wo man damit auch nicht 100% jetzt zufrieden ist. Aber daraufhin zu arbeiten, dass anzunehmen, was es ist. Ein Beispiel, ich
finde, meine Haare sollten blond sein und nicht die Farbe, die sie jetzt haben. Den Sinn darin zu finden, warum sind die so? Einfach mal dieses Gesamtbild zu sehen, okay, ich akzeptiere mich so, ich bin, meine Haare passen zu mir, gibt einen Sinn. Ich möchte wissen, warum das so ist. Und dann einfach das anfangen, mich so zu lieben, wie ich bin, einfach. Und wie gesagt, dankbar dafür zu sein, als Beispiel. Ich merke jetzt auch in letzter Zeit extrem, dass ich mich auch innerlich verändert habe, dass ich mich mehr auch angenommen habe, mich mehr selbst liebe, und das merke ich dann auch so total im Außen, dass ich freudestrahlend durch die Welt gehe und dass Menschen mich ansprechen und zu mir sagen, wow, du hast so eine schöne innere Ausstrahlung, dass du das dann auch nach außen ausstrahlst. Und das merke ich auch im Alltag so sehr, dass Menschen mich dann ansprechen und sagen, ja, du strahlst so auch von innen, sowohl von innen als auch von außen. Im Alltag merke ich meine Selbstliebe, indem ich gut für mich sorge. Ja, dass ich mir gutes Essen mache, dass ich mein tägliches Fasten mache, also das intermittierende Fasten, merke ich einfach, wie es mir gut tut. Ich liebe es, in der Natur zu sein, also wenn ich draußen bin und mir die Zeit schenke, da zu sein, mich mit Freunden zu treffen, das ist für mich Selbstliebe, weil ich weiß, dass mir das total gut tut. Intensiven Austausch zu haben mit Menschen tut mir total gut, da merke ich, das schenkt mir total viel Freude, schöne Momente. Ich gucke gerne Filme, um irgendwie runterzukommen, gute Bücher. Es ist eigentlich Selbstliebe. Das ist, glaube ich, eher so ein Prozess oder ein Zustand, wo ich persönlich jetzt nicht so drüber nachdenke. Manchmal, also früher, wo ich jünger war, hatte ich öfters Zweifel gehabt an mir selbst, ob ich gut genug bin oder ob ich attraktiv genug bin. Bestimmte Körperstellen haben mir nicht so zugesagt, zum Beispiel meine Nase habe ich nicht gemocht. Und dann irgendwann habe ich Leute kennengelernt, die haben mir Komplimente gemacht wegen meiner Nase. Ja, also genau das, was ich eigentlich nicht gemacht habe, dachte ich, okay, also es gibt Leute, die mögen mich wegen meiner Nase. Das ist genau eigentlich das, wo ich mich eigentlich nicht angenommen habe, nicht selber akzeptiert habe. Und ja, also eigentlich denke ich nicht so drüber nach, oh, habe ich mich jetzt heute selbst geliebt oder nicht. Ich merke das nicht immer, natürlich. Aber manchmal drückt sich das aus, wenn, naja, wie zum Beispiel am Freitag habe ich bei einem Job, den ich gerade mache, sehr viel durcheinander gebracht und mich sehr geärgert über mich. Und dann habe ich mir gesagt, das ist okay, das kann jedem passieren. Und ja, es ist gut. Und nächstes Mal weiß ich es besser, und ach, wenn ich es nochmal mache, dann passiert es halt. Genau. Eine andere Sache. Also ich habe so ein paar, quasi so eine Liste von Sachen, die ich mache, wenn ich will, dass es mir besser geht. Das ist zum Beispiel Gitarre spielen für mich alleine. Mhm. Oder mir eine Gesichtsmaske auftragen. Oder mir ganz schrecklichen, bunten, glitzernden, pinken Nagellack auf die Finger machen. Ich habe es jetzt nicht drauf, aber vielleicht kommt es die Woche nochmal. Genau. Ja, oder einfach mal früh schlafen gehen, auch wenn da eine Stimme in mir ist, die sagt, ich will ganz lange, wie so ein kleines Kind, also ganz lange wach bleiben. Aber dann trotzdem mal früh schlafen gehen, so in der Voraussicht, dass ich am nächsten Tag froh darüber bin. Ja, und nun der dritte Teil. Diesmal habe ich den Menschen die Frage gestellt, diesen 10 Menschen, was würdest du jemandem empfehlen, der gerne die Selbstliebe in ihrem Leben mehr etablieren möchte? Ja, also was sind da so Tipps und Tricks, deine Erfahrungen, die du auf deinem Weg gelernt hast? Was ich jedem ans Herz legen möchte, ist, kleinere Schritte zu tun, weil sich selber zu lieben oder auch Liebe
zu geben und zu empfangen, das ist ein lebenslanger Prozess. Und je mehr kleinere Schritte man macht, desto mehr kann man auch etwas bewegen und desto mehr liebt man sich und lernt sich auch so zu schätzen, als wenn man einen großen Schritt macht und dann so erschöpft davon ist, dass man dann wieder zurückfällt in die Selbstzweifel. Und das möchte ich euch gerne ans Herz legen. Macht kleinere Schritte und dann kommt ihr da auch zur Selbstliebe. Ja, eigentlich Akzeptanz, ja. Also sich so annehmen, wie man ist. Man hat halt bestimmte Eigenschaften, man ist mit bestimmten Eigenschaften geboren. Der eine hat glattes Haar, der andere hat welliges Haar. Und einfach so annehmen, ja. Also ich sehe oft Leute, die färben sich zum Beispiel die Haare. Ja. Sie haben vielleicht dunkles Haar und wollen aber blond sein. Das hat dann eigentlich nichts mit Selbstliebe zu tun. Ja, sie akzeptieren sich nicht so. Sie wollen eigentlich jemand anderes sein. Also sie verstellen sich eigentlich, sie Schauspielern oder nicht Schauspielern, aber sie versuchen, sich so zu verändern, wie es vielleicht jemand anders gerne hätte. Das hat dann eigentlich nichts mit Selbstliebe zu tun, nicht, auch nicht mit sich selber. Scheiße, jetzt kann man nicht mehr. Auch nicht mit Akzeptanz, dass man sich selber halt nicht akzeptiert und versucht, sich eben zu verändern. Und als Tipp einfach, sich so zu akzeptieren, wie man ist, dass man halt so geboren worden ist, sich nicht zu verändern, nicht zu verstellen, nicht irgendwie eben sich operieren oder Haare färben, solche Sachen. Das hat halt, da akzeptiert man sich irgendwie nicht. Also wenn ich jetzt was sage, dann denke ich ja, dann fühlt sich das so an, als würde ich es für alle wissen. Weiß ich gar nicht, aber ich glaube, es ist gut, einen Moment mal innezuhalten, wenn man sich gerade irgendwie komisch fühlt und nicht weiß, was los ist, und reinzuspüren.